Hast du noch Bock? Jo. Sehr schön. Geht's dir noch gut? Hast du noch Lust? Frage stelle ich meinen Gästen auch immer. Und es waren einige Fragen. Willkommen bei der 8. Episode des Vitamin Berge Podcasts. Schön, dass du dabei bist. Viel unterwegs gewesen, habe ich es letzte Woche nicht geschafft, die Episode online zu stellen. Aber dafür gibt es jetzt ein richtig langes und vor allem sensationelles Interview mit Uli Gunde. Also Uli, die eigentlich Erika heißt. Klettern, Fotografie, Berge, Norwegen im VW-Bus und das Abenteuer Selbstständigkeit. Mit ganz viel Mut und vor allen Dingen die dramatische Wendung, warum mein Projekt Erster Klettersteig 2017 eher nichts wird. Die Shownotes, die Mitschrift, einige Links und das Video findest du unter vitaminberge.de/008. Und jetzt viel Spaß! Hier auf dem Falkenstein zusammen mit der Erika Spengler, eher bekannt als Uli Gunde, heute auf dem Falkenstein und ihr Kletterhausberg. Wir sitzen allerdings jetzt auf der anderen Seite, weil drüben ist Schatten. Wir genießen hier noch ein bisschen die Sonne mit Blick zum Gründen rüber. Willkommen Erika. Vielen Dank. Erzähl kurz, wer bist du und was machst du? Schwere Frage. Ich bin die Erika und ich mache vorwiegend den Blog uligunde.com. Das mache ich schon seit, naja, 6 Jahren jetzt dann. Und habe mich damit quasi auch vor einem halben Jahr selbstständig gemacht und verdiene inzwischen mein Geld eben einerseits mit dem Blog, aber auch ganz viel mit Fotografie und Schreiben für Magazine und so. Und was machst du außer, dass du schreibst? Nicht so viel, ehrlich gesagt. Ich verbringe meine meiste Zeit in den Bergen und schreibe genau eben darüber. Okay, das klingt ja nach einem Traum. Lange hatte ich gedacht, du wärst Uli. Dann irgendwann habe ich gelesen, dass du eine Frau bist. Okay, Ulrike. Dann habe ich mich näher eingelesen, die Erika. Was oder warum? Uligunde.com. Das ist verwirrend, ich weiß. Die Geschichte, wie es zu Uli Gunde kam, das wollen immer alle hören. Und wenn ich es dann erzähle, dann sind immer alle ein bisschen verwirrt. Deswegen habe ich die Geschichte inzwischen schon mal so um die Hälfte gekürzt. Und letztendlich war es einfach vor vielen, vielen Jahren damals, als es noch StudiVZ gab, erinnerst du dich? Ne? Ja, war ich noch jung. Ja genau, da waren wir alle noch richtig Da war ich wahrscheinlich noch bei SchülerVZ oder so. Und dafür braucht man natürlich irgendeinen Nickname und irgendwie habe ich so überlegt und irgendwie fand ich es lustig, so einen ganz altdeutschen Namen zu nehmen wie Brunhilde oder Kunigunde und dann habe ich halt Uli Gunde genommen, bis ich dann vor einem Jahr oder so tatsächlich einsehen musste, dass Uli Gunde gar kein altdeutscher Name ist, sondern dass ich mir das damals halt selbst ausgedacht habe. Aber an sich ist das eigentlich ein cooler Name, weil den gibt es halt sonst nirgends. Bei Google gibt es den auch nicht und das ist dann irgendwie ganz praktisch. Und inzwischen ist das irgendwie, das ist total etabliert. Inzwischen. Deine Marke, dein Brand. Ja, eigentlich sehr schon. Cool. Ja, genau. Ja, spannende Geschichte. es hat ja jetzt schon lange gedauert, dass wir irgendwie einen Termin gefunden haben, wo wir beide mal ein paar Minuten frei haben, beziehungsweise gemeinsam frei haben. Weil immer wenn ich irgendwo in den Alpen war, warst du natürlich auch weg. Und wenn ich dann wiedergekommen bin, warst du immer noch weg. weil du hast jetzt gerade die spannende die DAV, also Deutscher Alpenverein, Fachübungsleiter Alpinklettern. Ist das ein Schein oder was macht man da? Das ist eine Ausbildung beim DAV, die heißt inzwischen Trainer B Alpinklettern dann letztendlich, weil der DAV wurde oder ist jetzt Teil von diesem Olympischen Sportbund und da muss das jetzt alles angeglichen werden. Und das ist eine Ausbildung, die geht insgesamt so 3-4 Wochen in 3 Blöcken. Und das Ziel ist, dass wir dann Touren für den DAV führen können, die tatsächlich auch ein bisschen anspruchsvoller sind. Das heißt, wenn ich jetzt dann wirklich den Trainer B Alpinklettern habe, dann kann ich schon auch Klettertouren so in den 4., 5., 6. Grad führen. Und natürlich auch Kurse geben. Und das ist eigentlich so das, was mich daran reizt. Einerseits ist es so, mal nochmal
all dieses Ding rund um Klettern und Gletscher mal wirklich von dem Bergführer nochmal gezeigt zu bekommen, weil das, wenn man das von Freunden oder so lernt, dann weiß man ja nie, ob das jetzt alles so richtig ist. Und zum anderen finde ich es einfach total faszinierend, Menschen in Gegenden zu bringen, wo sie sich selbstständig nicht hintrauen würden. Das heißt, wenn ich denen jetzt, egal ob jetzt in einem Kurs oder auch als Tour, wenn ich die jetzt vielleicht in eine Felswand oder auf einen Gipfel bringen kann, wo sie selber niemals hinkommen würden, und dann so diese Glückseligkeit von den Leuten zu sehen, dann ist das cool. Und ich kenne das von mir selbst, dass ich damals oder früher noch so dankbar war, dass mich Leute mitgenommen haben, so die ersten Schritte zu machen. Und das würde ich gerne irgendwie wieder zurückgeben. Und gibt es dann Einschränkungen, also was du machen darfst und was nicht? Oder, also ich stelle mir das jetzt vor, also ich war jetzt im Pitztal auch und da hatte ich dann oben diese ganzen Gruppen gesehen mit ihren Bergführern. Zum Teil waren da 20 Leute im Schlepptau, da sah ich mir, ob der eine Bergführer das jetzt noch machen kann. Ja gut, er kann zumindest mal grundlegende Entscheidungen treffen, wo man zum Beispiel anseilt oder wie man sich wo verhält und so. Natürlich gibt es Grenzen. Das ist keine Bergführerausbildung, auf gar keinen Fall. Und so Sachen, wie ich jetzt zum Beispiel an der Zinne in der Nordwand geklettert bin oder sowas, das würdest du niemals führen. Da ist das Risiko viel zu groß. Aber so Gelände, wo du dich wirklich gut, sicher bewegen kannst, also ja, so Fünfergelände, das ist ganz klassisch. Also da geht es eher darum, dass du halt die Erfahrung hast und da routiniert vorsteigen kannst, ohne jetzt ganz großes Risiko. Das ist so das. Also es sind nicht die mega anspruchsvollen Touren, die man da führt, sondern es ist einfach so, die Leute wollen in die Berge, die wollen mal klettern und das ermöglicht man dann. So, jetzt bin ich Läufer. Was ist 3, 4, 5, 6? Wie schwierig ist es? Vielleicht kannst du so beschreiben, was könnte ich davon machen? Okay, mit der Einschränkung von der Hand wird es wahrscheinlich tatsächlich nochmal schwieriger, aber so Zweiergelände schafft jeder, so vom Klettern her auf jeden Fall. Da ist eher noch das Problem, dass man dann plötzlich Angst bekommt, weil es so ausgesetzt ist oder so, okay, in die Richtung. Dreiergelände ist auch noch, kannst immer noch gut schaffen, kann man auch mit Bergschuhen noch ganz gut machen. Und ich finde, so ab dem Vierergelände wird es dann immer überraschend anspruchsvoll. Also jetzt gerade die letzten Tage war ich viel auch im Granit unterwegs und das ist dann so Vierergelände, wo man sich immer denkt, ja, Vierergelände, das ist ja nichts. Aber auch ein Vierer kann irgendwie mal kurz anspruchsvoll sein. Und Fünfergelände, da wird es dann schon steil oder mit kleinen Griffen, und Sechsergelände ist dann richtiges Klettern. Okay. Also das ist schon was, wo du gerade im Alpinen, wenn du das vorsteigen willst, dann da reicht es auf gar keinen Fall, einen Sechser in der Halle zu klettern. Da musst du wirklich viel Erfahrung im Fels haben, weil dann geht es eben schon auch häufig darum, dass du die richtige Route findest, dass du erstmal klar den Einstieg, aber dass du auch dann in der Wand navigieren kannst. Weil wenn halt dann mal nicht alle zwei Meter ein Haken steckt, dann geht es auch darum, dass du dich nicht versteigst, weil dann wird es brenzlig. Okay. Und du warst jetzt an der Zugspitze, hast du gesagt, auf der vielbegangenen Route? Naja, wir haben da... Was ist das zum Beispiel? Also an der Zugspitze haben wir so einen neuen Weg gemacht, der heißt Eisenzeit. Das ist, an der schwersten Stelle ist es mal ein Vierer, der geht durch die Nordwand durch und der führt am Anfang auf einem ganz alten Steig. Die mussten damals innerhalb von ganz kurzer Zeit... Ist das der jetzt gerade wiederentdeckt wurde? Genau, ja, die mussten damals cool. diese Zahnradbahn ganz schnell bauen, innerhalb von 2 Jahren, glaube ich. Und dann haben sie da eben möglichst von vielen Punkten angefangen zu bohren für diesen Tunnel. Und dafür mussten sie natürlich die Leute möglichst weit hoch in die Wand bringen und haben damals dann eben Bergsteiger aus der Gegend oder Bergführer aus der Gegend haben da diesen Klettersteig eingerichtet. Und der ist inzwischen, das ist kein Klettersteig mehr. Also da ist alles nur noch lose und überall schlitzt du dir die Finger auf, weil alles kaputt ist. Ich habe die Dokumentation nicht gesehen, also das war eindrücklich. Vor allem die Bierflaschen. Ja, die gibt es nicht mehr, die wurden mitgenommen leider. Aber der Schlüssel ist noch da, von der Schlüsselstelle. Und dann stehst du irgendwann so mitten in der Wand und dann geht es halt so richtig los. Also dann geht es wirklich darum, die richtige Route zu finden, was in der Wand echt nicht einfach ist. Und wenn du dich da mal versteigst, dann wird's haarig. Ja, voll, genau. Und dann, ja, keine Ahnung, kletterst du dahin, mal ein bisschen scheiße durch Geröll und teilweise auch ein bisschen brüchig, aber irgendwie geht's doch meistens ganz gut.
Und dann kommt man oben am Grat raus und zahlt 50 Meter ab und dann bist du auf diesem Höllental-Klettersteig, was halt das absolute Gegenprogramm ist. Also dann hast du dieses straffe Stahlseil und total abgeschmierte Felsen und hunderte Leute um dich rum und dann wackelt es da halt dann noch zum Gipfel. Also es ist eigentlich gar nicht wirklich Klettern, sondern ein Klettersteig, der komplett gesichert ist. Ja, der Höllental also steigt schon, genau, okay. Ja, aber dieser Eisenzeitweg auf gar keinen Fall. Ja. Also da muss man das Klettersteig, das muss da gar nicht mitnehmen, das hilft da genau gar nichts. Aber ein Seil, finde ich, ist an zwei, drei Stellen schon hilfreich. Ganz hilfreich, ja, doch. Okay, ich habe ja für mich nächstes Jahr so dieses Projekt erster Klettersteig. Einerseits, weil ich so ein Schisser bin vor der Höhe und andererseits natürlich als Herausforderung, schaffe ich es überhaupt. Mhm. Von der Kondition her, von meinen physischen Voraussetzungen und so weiter. Du kennst dich jetzt ganz gut aus. Welchen Klettersteig könntest du mir denn jetzt da quasi empfehlen? Also ich mache ihn nicht alleine. Definitiv oh nein, nicht. Aber du bist voll an der falschen Stelle. Ich bin gar kein Fan von Klettersteigen. Okay, gut. Aber es ist auch, Kletterer gehen, also in dem Moment, wo man alpin klettern kann, finden die meisten es, glaube ich, schöner, frei alpin klettern zu gehen. Einfach weil es ist halt ein bisschen vielseitiger. Eben gerade das, was ich vorher gesagt habe mit dieser Routenfindung, dass du dir teilweise deine Standplätze selbst einrichten musst, dass du einfach selbstverantwortlich da unterwegs bist, das ist schon auch reizvoll. Und du bewegst dich in einer Landschaft, die bis auf ein paar Haken vielleicht noch unberührt ist. Und das ist schon, das macht für mich auch so ein bisschen den Reiz aus. Und also für diesen Fachübungsleiterkurs mussten wir schon auch Klettersteige machen. Also wir sind jetzt auch so ausgebildet, dass wir Klettersteige führen können und auch dort notfalls Leute hochsichern können, wenn die sich ein bisschen unsicher fühlen oder so. Was ich halt an Klettersteigen ganz gruselig finde, ist, du darfst nicht stürzen. Du darfst nicht stürzen, Punkt aus. Dieses Klettersteig-Set, das suggeriert immer irgendwie so eine gewisse Sicherheit. Das ist ein Knochenbrecher-Set. Also wenn es dich da reinbrezelt, dann bricht es dir mal ganz sicher einige Knochen. Und wenn du zu leicht bist für dieses Set, dann bricht es dir höchstwahrscheinlich die Wirbelsäule. Mal davon abgesehen, dass es dich sowieso ganz fies in diese ganzen Metallteile reinwurzelt. Aber so mit dem im Hinterkopf, und dann haben wir halt einen E-Steig gemacht, was halt, ich weiß nicht, wie weit die Skala geht, aber keine Ahnung, ich glaube, es geht inzwischen. Da hängst du dann im Überhang und ja, natürlich, ich kann mich schon festhalten, ich habe schon Kraft. Das ist, also ich meine, vom Klettern weißt du schon, wie du dich da bewegen musst und so. Aber beim Sportklettern hast du immer die Gewissheit, du kannst im Notfall fallen und du fällst total weich, weil das Seil hat so eine Dehnung und dein Sicherungspartner passt gut auf und so. Und da stürzt du ganz weich. Und im Klettersteig, wenn es dich da reinbrezelt, dann ist es einfach so, zack. Okay. Und aber gibt es da nicht diese Gurte, die da auch diese... Ja, genau. Also diese Bandfalldämpfer. Ja, irgendwie so. Aber, also ja gut, was du meinst, ist das, was man sieht, sodass man die so strecken kann. Das ist aber nur dafür, dass du es mal weit oben einhängen kannst und dass du dann hochklettern kannst und dass es dir nicht irgendwie um die Beine schlackelt. Aber dann hast du unten immer noch so ein Päckchen und da ist dieser Dämpfer drin und der reißt halt auf in dem Moment, wo so viel Zug drauf kommt. Und im besten Fall sollte so ein Klettersteigset so 40 cm Bremsweg haben. Das Ding kann noch viel weiter, aber so viel Kraft musst du erstmal entwickeln. Und wenn du eben nicht schwer genug bist, dann entwickelst du diese Kraft nicht. Und dann bremst sich innerhalb von, weiß nicht, 20, 30 cm auf null ab. Und das ist einfach ziemlich unangenehm. Okay, das erste Klettersteig hat sich jetzt auf 2000 unbestimmt verschoben. Nein, vielleicht komme ich darauf zurück, ich dich quasi Moment, buche. Genau, wir müssen dann nur noch einen finden, der mich quasi dann gegensichert vom Gewicht her. Genau, der Vorteil ist ja, wenn du mit jemandem gehst, der sich da ein bisschen auskennt, der kann dich ja nachsichern. Dann ist es ja gar kein Problem. Dann fällst du wie beim Sportklettern ins Seil und dann ist da keine Gefahr mehr dabei. Aber so mal zu sagen, ja, ich mache jetzt einen Klettersteig und so schwer kann das schon nicht sein und ich mache jetzt gleich mal irgendwie, weiß nicht, DE, das ist ein bisschen fahrlässig, finde ich. Richtig, deswegen also für mich auch nur mit Begleitung. Sehr gut, und ich melde mich freiwillig. Jemand, der wirklich weiß, was die Strecke kann und mich einschätzen kann, ob ich es kann. Also das ist für mich schon wichtig, weil es soll ja ein Erlebnis werden und nicht das Ende. Ja. Also, um es mal kurz zu formulieren. sind wir schon beim nächsten. Also
du hast mal irgendwo geschrieben bei dir, dass du auch so ein bisschen Schisser bist. Mhm. Und da ging es um das Thema Eisklettern und Vorstieg. Mhm. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja. Ist das jetzt immer noch so? Weil ich glaube, da war, ich mache es nie wieder, wechselte innerhalb von 5 Minuten zu, wann geht's wieder los? Stimmt. Also grundsätzlich bin ich der Schisser vor dem Herrn. Und es ist egal, in welcher Materie ich unterwegs bin, egal ob am Fels oder auch im Schnee oder im Eis. Ich fürchte mich sehr schnell, sehr arg. Aber ich finde es irgendwie auch reizvoll, sich dieser Angst zu stellen. Und wenn man erstmal die Gedanken so ein bisschen im Griff hat, dann geht auch ganz viel. Und speziell, wenn man motiviert ist und das jetzt will, dann geht viel mehr, als man meint. Man muss es nur mal probieren. Und das Problem beim Eisklettern ist, an sich hast du eigentlich immer gute Griffe. Das Problem ist aber einerseits natürlich, dass du immer wieder neu reinschlagen musst mit dem Eisgerät. Und je müder du wirst, desto unpräziser wird dieser Schlag. Das heißt, du musst immer wieder nachsetzen, was dich umso müder noch macht. Das ist so das eine Problem. So, und jetzt hast du aber noch das andere Problem, dass du selbst für deine Sicherungen sorgen musst. Das heißt, du musst immer Eisschrauben reindrehen und das geht mit ein bisschen Übung und bei gutem Eis geht es relativ schnell. Aber wenn du müde bist, dann dauert das auch mal eher lang. Und du kannst auch nicht, also es geht halt einfach nicht, dass du alle 2 Meter eine Eisschraube setzt. So viele Eisschrauben hast du einfach nicht. So ein Ding kostet 70 Euro. Und noch dazu auch ein bisschen ist es auch schwer, genau. Also normalerweise, keine Ahnung, mein Freund klappt jetzt so die Touren, die wir so machen, mit 2, 3, vielleicht mal 4 Eisschrauben auf 60 Meter. Okay. Und das bedeutet, dass du sehr, sehr weite Stürze hast, was sowieso schon schlecht ist. Die Eisschrauben, die halten sehr, sehr gut, das ist nicht das Problem. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Aber das Problem ist, dass du Steigeisen an den Füßen hast. Und mit denen schnackelst dich ganz schnell irgendwie beim Aufkommen natürlich in den Feld oder in das Eis rein. Das heißt, du machst dir irgendwie die Füße einmal kaputt. Okay. Und das andere ist, dass du irgendwie das Steigeisen dir sonst irgendwo reinhaust. Oder das Schlechteste ist natürlich, wenn du mit deinen Steigeisen einfach das Seil kappst. Und deswegen, also es gibt ganz viele Gefahren bei dieser Geschichte und deswegen ist ein Sturz beim Eisklettern einfach tabu. Punkt aus. Wie beim Klettersteig haben wir jetzt. Also Klettersteig, genau. Und Eisklettern, Sturz tabu. Genau, ja. Und natürlich gibt es immer Geschichten, dass das Leute auch ohne weiteres überleben und so weiter. Klar, das kommt auch mal vor, aber meistens ist es ziemlich ungut und dann ist auch meistens die Tour dann gelaufen. Was die ganze Sache irgendwie natürlich knifflig macht und Eltern würden dann sofort sagen, Kind, warum machst du das? Aber es ist halt auch schon sehr faszinierend, dass du so ein Gebilde ohne Spuren zu hinterlassen da hochkletterst. Ja. Und es ist auch so genial, du musst mit diesen Eisgeräten nur ganz wenig in das Eis und das hält schon bombenfest. Und dieses Gefühl zu entwickeln, wie viel muss ich eigentlich mein Eisgerät und meine Zacken vorne an den Schuhen reinhauen, damit es wirklich hält? Wie wenig Kraft brauche ich, um doch oben anzukommen? Aber da ist schon viel Gottvertrauen dabei, oder? Naja, je mehr Erfahrung du hast, desto weniger Gottvertrauen brauchst du. Also aber du brauchst natürlich Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten. Und es gibt ja weiches Eis und es gibt festes Eis. Mhm. Also da muss man dann auch gucken, dass das Eis passt, oder? Das ist noch das andere Problem beim Eisklettern, dass du das Eis einschätzen lernen musst. Und das ist blöd, weil das schaffst du nur über Erfahrung. Das heißt, am besten wäre es natürlich, wenn du jemanden hast, der dich einfach mitnimmt und dir erklärt, wie es jetzt gerade ist. Also zum Beispiel so ganz weißes Eis, wo man mit dem Eisgerät reinhauen kann und das bröselt schon so weg. Da ist dann ganz viel Sauerstoff drin und das hält dann nicht. Also da kannst du auch keine Sicherungen mehr setzen, keine zuverlässigen. Und dann gibt es so ganz tief blaues Eis, das ist super. Aber dann hast du das Problem, wenn das fest ist, also wenn es wirklich richtig kalt ist, dann ist es so gefroren, dass wenn du da reinhaust, dann splittert alles ab. Dann musst du immer wieder reinhauen und das ist dann ganz anstrengend für den Vorsteiger. Für den Nachsteiger ist es easy, weil der hat dann überall die Löcher, der muss dann einfach nur noch hinterher und dann sagt er so, ja, warum hast du denn jetzt so lange gebraucht? Und andererseits gibt es aber auch, wenn du es gerade richtig erwischt, dann ist es manchmal so warm, dass das wie Butter ist. Also du musst es nur reinhauen und das vibriert dann so und dann aber kommt das dann nicht entgegen? Nee.
Das ist dann so weich, du schlägst rein und deine Haue, die verschwindet dann für ein paar Zentimeter so rein und dann ist das bombenfest. Also für alle, die gerade das Video nicht sehen, ich gucke sehr, sehr skeptisch. Eventuell komme ich mal mit und gucke von unten im Fernglas. Ja, es ist auf jeden Fall ziemlich spektakulär, wie das aussieht, wenn alles absplittert. Aber also ich bin auch kein, ich war jetzt 4-5 Mal beim Eisklettern und ich habe da immer noch größten Respekt davor. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, oder ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass Leute sagen, mir ist das zu riskant, ich lasse das jetzt. Das ist zwar irgendwie lustig, das ist spaßig und das ist eine gute Alternative im Winter, wenn du Bock hast zum Klettern, aber das Risiko ist schon groß. Vor allem, du hast halt auch noch das Problem, dass dir irgendwie, keine Ahnung, entweder das ganze Ding kollabiert oder dir kommt von oben ein Eiszapfen runter oder du kriegst Lawinen ab und der Zustieg ist immer, wo es häufig irgendwie lawinengefährdet und so. Also es ist irgendwie schon... Also ich habe mich schon das ein oder andere Mal im Eisfall gefragt, warum genau ich jetzt eigentlich nicht einfach beim Kaffee trinken bin. Okay, da kommen wir eigentlich schon zum nächsten Ding. Was war denn deine größte Challenge bisher? Also wo du wirklich vor einer Aufgabe standest, wo du sagst, eigentlich, nee, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Oh, Und wie bist du da wieder rausgekommen? Da gibt's viele. Grundsätzlich versuche ich natürlich zu vermeiden, in solche Situationen zu kommen. Also wenn ich unten am Einstieg das Gefühl habe, dass es heute nicht passt, dann drehe ich um. Aber das ist auch einfach, also wer das nicht macht, wird nicht alt. Die schönste Herausforderung hatte ich, glaube ich, letztes Jahr in der Schweiz. Da war ich mit einer Freundin am Zerfreilerhorn, das ist das Matterhorn Graubündens, das ist so ein ganz markanter Turm, wunderschön von der einen Seite zumindest, unten hast du noch den blauen Stausee und eine tolle Gegend. Und da gibt es diesen Nordostgrat und der, ich weiß gar nicht, der hat, ich schätze mal so 10 Seillängen oder ein bisschen mehr wahrscheinlich. Und der geht so in den oberen 6. Grad, wenn ich mich richtig erinnere, und es stand schon immer dabei, ja, es ist schon knifflig und die Wegfindung ist nicht ganz easy und du musst auf jeden Fall noch zusätzlich selber absichern, also mit Friends und Keilen und so. Und ein Rückzug ist definitiv sehr kompliziert. Und das ist dann schon ein Commitment. Das ist dann, wenn du dann einsteigst, das ist dann schon, jetzt musst du es durchziehen. Und meine Freundin und ich, wir haben ungefähr gleich gut geklettert und das war so mit die erste echte Alpintour, die ich geführt habe eigentlich. Also wir haben schon in Wechselführung gemacht, aber es war klar, im Zweifel bin ich dann eher der ein bisschen stärkere Seilpartner und müsste dann alles vorsteigen, wenn jetzt irgendwie was mit der Karo wäre. Und da trägst du plötzlich ein ganz neues Päckchen. Also das ist irgendwie, bis dahin war ich immer nur im Nachstieg und immer so, ja, easy going und der andere notfalls führt der mich schon raus. Und jetzt war es anders und das war eine tolle Herausforderung. Also wir waren dem Ding echt gewachsen, aber es war nicht leicht. Und wir sind letztendlich auch als Letztes da ausgestiegen. Also wir waren sicher langsam, aber wir haben das gemacht. Geschafft. Wir waren eine Mädelsseilschaft, wir waren die einzige Mädelsseilschaft an dem ganzen Tag und haben das ganz easy und ganz ohne Sturz und ohne Stress irgendwie durchgezogen. Und das war der perfekte Tag. Wie ist das so insgesamt im Alpinklettern? Frauenseilschaften, da gibt es nicht so viele, oder? Ach, es gibt immer mehr. Also, das ist vielleicht auch in meiner Wahrnehmung, weil ich natürlich auch nach Frauen suche, die sowas machen, weil ich es einfach immer schön finde, mit Frauen unterwegs zu sein. Geht uns Männern genauso? Aber es gibt schon viele. Und wenn du dir dann zum Beispiel das Expert-Kader vom DAV anschaust, das sind ja auch lauter starke Mädels und das ist jetzt, glaube ich, schon, ich weiß gar nicht, ob es schon 2 oder 3 Kader gab. Aber es gibt schon viele starke Frauen und das ist cool zu sehen. Also das ist das ist auch inzwischen, wenn man irgendwo eine Mädelsseilschaft trifft, dann ist das nicht mehr so was Besonderes, finde ich. Okay. Ja. Vor kurzem warst du an den 3 Zinnen und da hast du dann einen sehr, sehr emotionalen Bericht geschrieben. Sturz ins Leere. Du bist da irgendwie abgerutscht und dann baumelst du über 600 Meter nichts. Yeah. Wo hast du mehr geweint? Als du im Seil gehangen hast oder als du oben dann am Gipfel doch noch standest? Also dieser Titel Sturz ins Leere, der ist natürlich ein bisschen reißerisch. Es waren auch keine 600 Meter unter mir. Ja, genau. Also es war so, es war quasi in der letzten Seillänge, in der letzten schweren Seillänge von der Komichi an der nördlichen Zinne, an der großen Zinne.
Und da will man, also ich war im Nachstieg und da will man einfach Gas geben. Also wir waren da schon, ich weiß gar nicht, 8 Stunden oder so in der Wand oder 6, keine Ahnung. Irgendwann willst du da raus und dann gibst du natürlich Gas. Und speziell im Nachstieg musst du dann halt irgendwie ein Mittelding finden zwischen prüfen, ob der Griff hält, ob dieser Stein hält, und halt einfach schnell machen. Und ich habe da, ja, man klopft halt kurz dagegen und klettert halt weiter und denkt sich so, jetzt komm, jetzt noch 40 Meter und dann sind wir echt endlich am Ringband oben. Und dann ist mir ein Griff ausgebrochen und ich habe mir noch vorher gedacht, so, boah, das wäre ganz schön scheiße, da jetzt irgendwie zu stürzen. Es ist ein ziemlich langer Quergang, direkt oberhalb von einem großen Dach. Und dann hat es mich da rausgeputzelt. Und mir sind da einige Schreie rausgekommen. Einerseits beim Realisieren, so fuck, mir ist gerade eben wirklich ein Griff ausgebrochen. Mir ist das einfach noch nie passiert, weil man denkt sich ja immer, ja, ja, es hält schon. Das andere war dann so das Realisieren, so, wow, scheiße, ich falle wirklich über dieses große Dach jetzt hinaus, ich hänge voll im Freien. Und das letzte ist noch, ich wusste nicht, wie gut der Stand von meinem Freund ist, weil er wollte eigentlich noch vollends rausklettern, dann war aber das Seil aus, dann musste er wieder ein bisschen abklettern und ich wusste einfach, keine Ahnung, was der da für einen Stand gebaut hat, wie gut, ich meine, ich vertraue ihm, er hat da unendlich viel Erfahrung, aber weiß halt nie. Und das hat aber auch alles gehalten und dann hängt man da. Und ich erinnere mich noch, dass ich hoch an das Dach geschaut habe und mir nur gedacht habe, fuck, ey, das darf jetzt nicht wahr sein, in der letzten Zeitlänge. Ich wollte nur noch raus und jetzt hänge ich hier und jetzt muss ich irgendwie gucken, wie ich rauskomme. Aber macht man das dann? Ja, es gibt Techniken, dass du da mit bestimmten Knoten dich am Seil hochziehen kannst. Aber es ist schon, das musst du in der Situation erstmal hinkriegen. Speziell, wir waren schon mit 2 Halbseilen unterwegs, die sind sehr, sehr dünn. Das heißt, dann musst du den Knoten noch öfter rumwickeln und dann musst du das alles irgendwie ordentlich machen. Und das war irgendwie, ich war nicht so weit weg vom Dach und dachte so, jetzt lohnt sich irgendwie nicht, das aufzubauen, aber wie soll ich jetzt hochkommen? Keine Ahnung. Und dann bin ich da irgendwie hochgekrattelt. Aber ich hatte die ganze Zeit, also ich wusste, dass mir jetzt hier da niemand hilft. Also da war einfach niemand mehr. Und der Michi war die 40 Meter weiter oben, der hätte gar nichts machen können. Das war jetzt einfach, ich musste jetzt da irgendwie selber rauskommen. Und das ging dann schon auch. Und dann war ich auch wieder im Fels und dachte auch so, ja, super, okay, jetzt bringt es jetzt irgendwie auch nichts, Panik zu schieben, weil ich muss jetzt hier einfach rausklettern. Es gibt einfach, also es... Ja, also muss eher jetzt, die pragmatische Sichtweise. Total. Dann. Was soll ich jetzt... Also es bringt nichts. Ich habe gedacht, ich kletter jetzt erstmal zu meinem Partner. Dann klettern wir noch voll ins Raus aufs Ringband und dann sehen wir schon. Und dann, das ging dann schon. Ich habe schon gemerkt, wie jetzt gerade irgendwie Kopf gegen Herz arbeitet. Dass jetzt irgendwie mein Kopf gerade sagt, so jetzt hier, stopp, du musst jetzt hier erstmal rausklettern. Und das Herz sehr wohl panisch war. Weil ich meine, es mit 400, 500 Meter unter einem frei hängend irgendwo in der Nordwand, das ist jetzt nichts, was man irgendwie gerne macht. Ja, und dann sind wir da oben rausgekommen und sind tatsächlich dann sogar auch noch zum Gipfel hoch und das war schon, ich dachte, als wir am Ringband rausgekommen sind, dachte ich, wir gehen jetzt einfach runter und ich habe keinen Bock mehr und das ist mir jetzt alles zu blöd und ich gehe nie wieder klettern. Und dann hat mein Freund aber, der kennt mich halt inzwischen schon auch, hat schon auch gesagt, so, du willst eigentlich schon noch zum Gipfel. Und dann hat er mich da echt super geduldig hochgeführt, hat mich gesichert in Dreiergelände. Also ich meine, hallo, wir sind da gerade 7er geklettert, aber das ist halt einfach so, ich war total durch und ich habe keinem Griff mehr vertrauen können. Ich habe alles ausbrechen sehen. Und dann waren wir halt echt da im Sonnenuntergang alleine am Gipfel von der großen Zinne. Und das war schon, das war extrem intensiv. Also das war purer Stolz. Das war noch so der Rest von dieser Panik. Und das war Freude. Das war ein Wahnsinnsmoment. Ich werde die Bilder und den Artikel auf jeden Fall verlinken. Bei dem fand ich sehr, sehr spannend. Und ist es dann so, also dass man... Als du merktest, der Griff oder nee, wie nennt man das? Ja. Doch, der Griff hält nicht. Ist das dann so, wie dass das alles in Sekundenbruchteilen vor einem passiert oder ging das dann ratzfatz und warst unten und hingst im Seil? Ja, 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 doch, genau so. Also ich erinnere mich nur noch, ich habe früher immer gedacht, naja, wenn der Griff ausbricht, dann greifst du halt noch mit einer anderen Hand irgendwie kurz hin und rettest dich noch. Aber da war gar keine Chance, das ging so schnell. Und schon hing ich da unten. Das Einzige, woran ich mich noch erinnere, eben davon abgesehen, dass ich halt das Dach von unten gesehen habe und mir nur gedacht habe, scheiße, hey, boah, ich will das jetzt so gar nicht von da unten sehen, war, ich hing eigentlich nur in einem Seil, weil das andere war nicht gespannt.
Und das ist dann, ich bin da ja unten lang gependelt, ich kann ja nichts machen. Und das ist dann immer so über so eine Kante geschraubt. So. Und dann denkst du dir schon so, ja gut, wie lang hält dieses Seil das jetzt eigentlich aus? Und dann hält man natürlich extra ruhig und versucht halt irgendwie dieses Pendeln zu stoppen, wenigstens. Aber der Sturz an sich, der ging wahnsinnig schnell. Okay. Jetzt hängst du da so, also jetzt mal abgesehen davon, dass du da dort reingefallen bist, dann pendelst du da und wartest. 300 Meter oder 400 oder 500 unter dir ist nichts. Du hast mal eine Reihe von Interviews gemacht zum Thema Höhenangst oder Sturzangst oder je nachdem, wie man das halt benennt. Ich bin auch nicht ganz schwindelfrei. Hast du selber Höhenangst oder also bist du komplett schwindelfrei oder gibt es auch Sachen, wo du sagst, nee? Ja, ich bin, wie gesagt, der Schisser vor dem Herrn. Also in dem Moment, wo es ausgesetzt wird und selbst wenn es ganz leicht ist, da wird es mir mulmig. Also das ist ein Widerspruch irgendwie. Ich würde auch nicht sagen, dass ich Höhenangst habe, glaube ich, weil ich habe das schon so gut trainieren können. Ich habe mich früher auf dem Weg zum Stulben habe ich mich gefürchtet. Das ist heute was, wo ich gar nicht mehr richtig weiß, wo genau ich mich da gefürchtet habe. Aber die Angst war da und die hat mich extrem eingeschränkt. Und auch heute ist es noch so, das Erste, was ich prüfe, wenn wir irgendwie eine Tour planen oder so, jetzt gerade bei so klassischen Hochtouren oder auch Skitouren, ist, ob da irgendwo eine exponierte Stelle drin ist. Weil ich weiß schon, ja, ich kann, klar kann ich Zweier, Dreier klettern, das ist gar keine Frage, aber wenn dann plötzlich links und rechts es senkrecht runter geht, dann schaltet es bei mir schon ab. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich zum Beispiel, obwohl ich jetzt hier schon lange im Allgäu lebe, diese berühmte Höfertsüberschreitung nie machen werde. Die Höferts ist ja, das ist ein ganz markanter Gipfel und der hat so 70 Grad steile Grashänge zu beiden Seiten. Das ist eine heftige Schneide. Und da kann man, das kann man überschreiten. Da oben ist, das ist... Es gibt einen Wanderweg, der so ausgesetzt ist. Und wie formuliert es jetzt der Lukas, den ich vor kurzem im Interview hatte? Man sollte nicht stolpern. Naja, also da ist, das ist, das, also das ist sicher kein Wanderweg mehr. Das ist, du läufst also auf einer Wanderweg Gratschneide. Mit Kletter 4 oder irgendwie sowas. Naja, ich glaube von den Schwierigkeitsgraden. Also ich weiß nicht, also der normale Weg hoch auf dem Ostgipfel, das ist ein Zweier. Aber schon allein der, da denke ich mir, da stehe ich davor und denke mir, weißt du was, hä, das ist es mir nicht wert. Also ich mag sein, dass ich das von mir aus drauf habe, aber wenn mir nur ein Missgeschick passiert oder ein Griff ausbricht oder ich irgendwo blöd stolper, weil das passiert halt manchmal, dann liegst du einfach da unten. Und ich habe Respekt vor allen Leuten, die da einfach so drüber spazieren können. Ich kann es nicht und ich will es aber auch nicht riskieren. Ich glaube gerannt. genau, es gibt solche und solche. Ja. Und was waren so deine Tricks, die du, oder Tipp, also wie hast du das quasi... Höhenangst oder Sturzangst und jetzt nicht mehr so schlimm, dass du zumindest, also dass du klettern kannst? Also ich finde, es sind zwei Sachen. Es ist Höhenangst und es ist Sturzangst. Höhenangst ist, wenn du ungesichert irgendwo entlang kletterst und absturzgefährdet bist, also tatsächlich absturzgefährdet. Das ist eine Sache, die kannst du trainieren. Zwar wahrscheinlich nicht so, dass du irgendwann völlig angstbefreit über Grate springen kannst, aber schon so, dass du vieles schaffen kannst. Du hast dann auch so bestimmte Taktiken, dass du zum Beispiel erstmal runterkommst, wenn du merkst, dass die Angst kommt, und dann atmest du ganz ruhig und regelmäßig. Weil in dem Moment, wo du Angst bekommst, da atmest du ganz flach und dann hast du aber Sauerstoffmangel, dann suggeriert das dem Körper so, okay, Achtung, Gefahr, noch zusätzlich Gefahr, Panik. Das ist so das eine. Und die Sturzangst beim Klettern, die ist eigentlich ganz häufig ziemlich unbegründet. Also gerade beim Sportklettern ist es ja meistens so eingerichtet, dass nicht groß was passieren kann. Also wenn du dann irgendwo am dritten, vierten Haken bist, dann fällst du einfach nur noch ins Leere häufig. Und trotzdem ist es so, dass man da total limitiert ist, weil man irgendwie Angst vor diesem Sturz hat. Was blöd ist, weil der Sturz ist nicht schlimm, aber es ist halt so ein Grundinstinkt, so ja, fallen ist scheiße. Und das kannst du aber trainieren. Und da gibt es ganz viele verschiedene Taktiken, wie du das am besten in der Halle oder in einem guten Klettergarten halt dir antrainieren kannst, dass dir zumindest ein Sturz jetzt von 1-2 Metern nichts mehr ausmacht. Ja. Und hast du da so den Killer-Tipp für jemanden wie mich? Also
bleiben wir vielleicht bei Klettersteig erstmal, weil das ist mir ein bisschen geläufiger als das ganze Klettern. Mhm. Wenn ich dann doch an einer exponierten Stelle wäre, was würdest du da machen an meiner Stelle? Also das Erste, was sicher immer gut ist, ist atmen. Also wirklich erstmal runterkommen und dann dir überlegen, was tust du jetzt? Ganz rational, was ist jetzt das Richtige? Was kann ich jetzt tun? Was sind die nächsten Schritte? Du kannst dir überlegen, wo der nächste Rastpunkt ist. Und dann kletterst du erstmal zu dem. Oder wie du jetzt, also gerade beim Klettern oder auch beim Klettersteig teilweise, dass du überlegst, wie muss ich jetzt hier eigentlich hoch? Muss ich jetzt irgendwie mich voll am Stahlseil festhalten oder kann ich mich irgendwie an den Stufen oder an den Krampen irgendwie oder kann ich irgendwie mich noch irgendwie noch mehr in das Seil reinwurschteln, damit ich noch mehr rasten kann? Aber das Wichtigste ist, glaube ich, immer das Atmen. In jedem, in jeder Situation, egal ob Höhenangst oder Sturzangst. Okay. Du bist der Schützer vom Herrn und trotzdem hast du etwas gemacht, wovor viele, sehr viele, dann so viel Angst haben und so viel Schiss haben, dass sie es nie machen würden. Thema Selbstständigkeit. Du warst ja auch angestellt quasi. Mhm. Und jetzt bist du seit Februar, ich kann mich noch an den Artikel erinnern, am 10. Februar 2016, als da kam, ich mache mich selbstständig. Ja. Wie läuft es denn jetzt so nach einem, wenn man jetzt mal, jetzt ist ein halbes Jahr ungefähr vorbei, wie ist es angelaufen? Also macht es immer noch Spaß oder hast du gemerkt, ja, die Leidenschaft zum Beruf zu machen ist zwar ganz nett, aber jetzt, wo man merkt, man muss ja dann doch ein bisschen mehr machen dafür und immer das Gleiche irgendwie. Mhm. Wie ist das Gefühl dabei? Also, es macht extrem Spaß. Es war mit Abstand die richtigste Entscheidung ever, beruflich. War super. Es ist auch nicht so, dass es irgendwie immer gleich ist, weil ich ja eigentlich auf drei Beinen stehe. Ich habe einmal den Blog, wo ich über Kooperationen Geld verdiene, teilweise. Dann habe ich die Fotografie und noch das Texten und das Schreiben für Magazine und so. Und dadurch wird es nie langweilig. Es ist auch ganz interessant, ich glaube, ohne es zu merken, also ich habe ja den Blog nie mit irgendwie Gewinnerzielungsabsicht betrieben. Ich wollte ja immer einfach nur gute Unterhaltung bieten. Das will ich auch immer noch, deswegen gibt es da kaum Werbung drauf. Aber ich habe dadurch mir scheinbar eine so große Reichweite aufgebaut, dass der Start in die Selbstständigkeit schon fast ein bisschen beängstigend leicht war. Das ist gruselig, weil ich meine, wenn man so sich informiert, ja, Selbstständigkeit und wie läuft das, und dann steht eigentlich immer so da, ja, du brauchst 3 Jahre, um wirklich mal gut Geld zu verdienen. Und das ist bei mir nicht so. Also es ist tatsächlich so, dass ich, ganz am Anfang hatte ich immer wieder so kurze Panikaktionen, dass ich irgendwie aufgewacht bin und dachte, scheiße, ich habe keine Idee, wie ich nächsten Monat irgendwie finanzieren soll, weil einfach noch nichts gekommen ist. Und es tat sich bis jetzt immer irgendwo eine Türe auf. Und inzwischen tun sich plötzlich so viele Türen auf, dass ich schon langsam schauen muss, dass ich vielleicht sogar mal eine nicht nehme. Aber das macht es natürlich auch spannend. Also ich meine, all die verschiedenen Türen, die hier aufgehen, egal ob es jetzt irgendein Shooting ist oder irgendwie, keine Ahnung. Ich meine, hallo, dass mich die Zugspitzregion dafür bezahlt, dass ich auf die Zugspitze laufe, das ist doch abartig. Also das ist doch, hallo, geht's noch? Das ist genial irgendwie, natürlich. Und dann, oder was weiß ich, Hindelang bezahlt mich dafür, dass ich einen Wanderweg fotografisch und in Text festhalte. Den gibt es dann erst in ein paar Jahren und ich soll schon mal Fotos und Texte liefern. Das ist ein Traumjob. Solange es mir gut geht, solange ich gesund bin, das wird ganz, ganz schnell anders, wenn ich mich jetzt irgendwie verletzen würde. Das habe ich auch beim Klettern. Das merke ich. Ich habe das immer ein bisschen im Hinterkopf. Wenn ich mich jetzt irgendwie ernsthaft verletze, dann ist meine gesamte Basis an Verdienst weg. Aber es ist eine spannende Zeit. Also ich habe gefühlt noch keinen Urlaub gehabt, auch wenn natürlich das nach außen hin immer wirkt, so als wäre ich die ganze Zeit unter Urlaub. Ja, genau. Aber es ist halt natürlich trotzdem schon auch anstrengend. Und das ist aber auch das Bergsteigerleiden, dass man, wenn man dann frei hat, dann will man ja irgendwie noch irgendwas machen und dann brauchst du eigentlich danach erstmal wieder Urlaub. Aber man muss ja dann wieder arbeiten. Also es ist irgendwie. Natürlich gibt es immer noch so Stolpersteine, dass ich mir halt irgendwie. Gefühlt tue ich momentan viel mehr arbeiten, als ich früher getan habe, klar. Weil es halt aber auch so Spaß macht. Und das ist einfach eine super spannende Zeit. Und
wenn ich es jetzt noch ein bisschen in den Griff kriege, dass ich mir mehr mein, vielleicht ein Wochenende nehme oder mal eine Woche frei oder so. Oder noch ein bisschen besser selektiere, welche Aufträge ich annehme und welche sich einfach nicht lohnen, dann wird das, glaube ich, ziemlich cool. Und ist das dann so, also man hört das ja öfter mal, dass man dann früh so im Bett liegt, wo man früher, oh scheiße, jetzt muss ich wieder in den Job, heute ist Montag, der Chef wartet das nächste Meeting, dass du dann früh so im Bett liegst mit einem Grinsen und ja geil, heute geht's wieder los und ich darf das machen, ich darf auf die Zugspitze, ich muss dort den Artikel schreiben und ah, ich freue mich schon auf das Fotomotiv und so weiter. Also es passiert ganz oft, dass ich morgens im Bett liege und mir denke, oh geil, ich bin noch total müde, ich bleibe jetzt einfach noch liegen. Okay. Das ist genial und dass man sich das alles frei einteilen kann. Mein Gott, ich gehe jeden Tag, wenn das Wetter zulässt, um 3 zum Klettern. Das ist auch was halt einfach bei vielen nicht möglich ist. Und ja, natürlich, dass man aufwacht und sich freut auf die Arbeit, die man jetzt heute machen darf, das ist schon so, auf jeden Fall. Das ist aber vielleicht auch manchmal ein bisschen ein Fluch, weil man so motiviert ist, dass man am liebsten durcharbeiten würde, mehr oder weniger. Also mir ist das passiert, als mein Freund, der war 5 Wochen auf Expedition in Alaska. Und damit war natürlich mein Hauptkletterpartner irgendwie auch weg. Und ich hatte ziemlich viele tolle Projekte, auch teilweise privat, so für meinen Blog. Und da bin ich morgens um 6 aufgestanden, habe angefangen zu arbeiten und bin nachts um 2 ins Bett. Einfach, weil ich Spaß hatte. Und ich habe aber gemerkt, dass ich nicht mehr richtig regelmäßig esse und also es war eine hohe Befriedigung, es war großer Spaß, aber ich habe nach 2-3 Wochen habe ich gemerkt, ich kann so nicht allzu lange mehr weitermachen. Und dann war es auch ganz gut, dass mein Freund dann auch heimkam, eine Woche vorher sogar noch, und dann waren wir noch eine Woche im Urlaub und so, und das war eine ganz interessante Erfahrung, auf jeden Fall. Also quasi so fast schon wieder ein Burnout von etwas, was eigentlich total toll ist. Ja, wie es so oft ist. Also wenn man so motiviert ist, dann passiert das ziemlich schnell, glaube ich. Okay. Und würdest du es denn jedem empfehlen? Oder sagst du, man braucht bestimmte Voraussetzungen dafür, dass man sowas, also dass man sich selbstständig macht und so weiter, gerade jetzt mit Bloggen oder sowas, ist ja doch nicht so, dass ja, das Anerkannteste als Job oder Beruf heutzutage noch, leider. Also wenn mich jemand fragen würde, aus der Outdoor-Branche zumindest, ob er sich mit dem Blog selbstständig machen soll, nur mit dem Blog, also wirklich nicht irgendwie noch irgendwas nebenher, dann sage ich, nee, das geht noch nicht. So weit ist die Branche noch nicht. Und dann ist auch die Frage, ob du das wirklich willst, weil Bloggen bedeutet ein Fulltime-Job. Und zwar Fulltime im Sinne von rund um die Uhr. Da ist dann nichts mit, ich verschwinde mal für 2 Wochen und ich habe jetzt gerade keinen Bock auf Facebook. Mhm. Weil dann schläft dein Blog einfach mal ein und wenn du wenn deine Leserschaft schon lange dabei ist, dann verzeiht die das mal. Aber irgendwann geht auch das, glaube ich, nicht mehr. Also wenn du das professionell betreibst, dann ist es ein harter Job. Und reich wirst du damit sicher nicht. Also ich finde, so wie es jetzt bei mir ist, ich habe so das Gefühl, das meiste verdiene ich nicht direkt mit meinem Blog. Aber das meiste kommt über den Blog rein. Also das ist einfach ein Marketing-Tool, das ein ziemlich effizientes. Aber nur vom Blog allein leben, das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Da hast du ja auch auf der Outdoor Friedrichshafen einen wundervollen Vortrag zu dem Thema Blogger und Industrie, also Kooperationen, Produkttests und all sowas geschrieben, wie ehrlich man mit seinen Lesern dann auch sein sollte. Mhm. Oh ja. Bin ich ja auch der gleichen Meinung, also ich bin so sehr gespalten, was Produkttests anbetrifft, weil sie können nie objektiv sein eigentlich. Und den fand ich auf jeden Fall sehr interessant, den werde ich auch verlinken, weil da gibt es auch ein Video von. Beim ersten, glaube ich, das war der erste Vortrag. Ne? Ja. Hatte ich auch Überwindung gekostet, ich weiß noch, wie du früh ankommst, oh, ich weiß noch gar nicht. Und dann hat es doch super geklappt und hast dann sogar, glaube ich, noch einen zweiten, da war ich dann leider nicht mehr da. Mhm. Genau. Fotografie, da verbindet uns ein großes, also neben dem Outdoor-Ding, gut, Klettern ist jetzt nicht meins, Trailrunning ist nicht so deins. Also noch nicht. Okay. Fotografie, inwieweit denkst du denn, unterscheidet sich jetzt die Kletterfotografie von der Landschafts- bzw. normalen Bergfotografie?
Also was muss man da anders beachten? Das Problem an der Kletterfotografie ist in erster Linie, dass du da nicht hinkommst. Also es ist schon extrem aufwendig, überhaupt mal an den Punkt zu kommen, wo du fotografieren möchtest. Das heißt, du musst extrem gut sein mit Style Handling, also du musst sehr, sehr gut schimaren können, du musst einen Standplatz für dich einrichten können oder musst zumindest dich irgendwie zuverlässig an dem Seil fixieren können, weil das ist natürlich dann schon auch gefährlich, wenn du dich da irgendwie da schnell bewegst oder rumhampelst mit der Kamera und dir, was weiß ich, du hast irgendeinen Knoten nicht ganz richtig gemacht oder so, dann stürzt du halt ab. Und überhaupt das Hinkommen finde ich immer das Aufwendigste. Und du bist halt auch immer nur an einem Punkt, also du bist immer gefangen. Irgendwie. Du bist nicht sonderlich flexibel. Wenn du am Boden bist, dann kannst du noch schnell irgendwo hinrennen oder sowas. Und noch dazu darfst du natürlich dem Kletterer nicht wirklich im Weg umgehen. Speziell, wenn es jetzt irgendwie ein Fotoshooting ist, wo der gerade tatsächlich versucht, eine schwere Tour durchzusteigen. Und sonst, keine Ahnung, du musst halt relativ nah ranzoomen. Du musst viel mit Tiefenschärfe arbeiten, damit es cool wirkt. Und dann hast du... Dann ist noch die nächste Herausforderung, dass du immer sauber fokussierst. Weil was mir zum Beispiel bei einem Eiskletter- oder Dry-Tooling-Fotoshooting passiert ist, das war so ein ganz großes Dach und ich hing am Ende vom Dach und war eh schon relativ damit beschäftigt, das irgendwie mich so auszurichten, weil mich jetzt natürlich die ganze Zeit gedreht, weil ich frei hing und dann musste immer schauen, dass du irgendwie gerade noch so mitziehst. Und dann hatte ich ganz oft irgendwie eine von den Expressschlingen fokussiert und nicht den Kletterer selbst. Ja. Andererseits bringt es aber auch jetzt nichts, die Blende irgendwie auf 16 hochzuschrauben, weil dann hast du keine Tiefenschärfe mehr, dann wirkt es halt auch nicht mehr. Und das finde ich ein bisschen knifflig. Aber was bei der Kletterfotografie sicher das Aufwendigste ist, ist das Hinkommen und das Einrichten von deiner Location. Also es ist quasi wie bei der beim Immobilienkauf, Location, Location, Location. Total, voll, ja. Da unten in Rettenberg wohnt die Gitti, die Gitti Schiebel, ja. Eine besten Trailrunnerin aus Deutschland. Die hat sie jetzt auch vor kurzem an der Nagelflugkette fotografiert. Das ist nur eher so mein Thema. Was war da die spezielle Herausforderung gegenüber jetzt Klettern? Was war für dich da anders oder sagst du, es ist das Gleiche? Nur halt andere Mensch, andere Untergrund. Nein, es ist was ganz anderes. Speziell, weil wir eine ziemlich lange Strecke abgedeckt haben. Wir sind vom Mittag bis zum Stulben gelaufen. Vom Steineberg bis zum Stulben. Das ist schon eher eine lange Strecke. Und wir hatten ziemlich viele Stops, wo wir Fotos gemacht haben. Also ich glaube, ich habe in den 3 Stunden 1200 Bilder gemacht. Guter Schnitt. Und da ist dann eher die Herausforderung, dass du mithältst. Weil ich meine, sie ist extrem schnell, die ist fit. Sie ist schon ein bisschen geschlaucht, weil du sie als Fotograf natürlich irgendwie 4-5 Mal den Hang hochrennen lässt. Und dann hast du natürlich noch irgendwie ein paar Objektive dabei und so. Wobei ich hatte eigentlich nur die große Kamera, eben auch die Mark III und 2L-Objektive dabei, einen Weitwinkel und einen Zoom. Und hatte, glaube ich, tatsächlich auch immer nur das Weitwinkel drauf. Und dann war es natürlich ein bisschen knifflig. Ich hatte es mir so... Also ursprünglich wollten wir es im Sonnenaufgang machen, aber dann hat das Wetter nie gepasst. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir es im Sonnenuntergang. Und das war letztendlich eigentlich eine tolle Entscheidung. Aber dann sind dann doch Wolken gekommen und dann musste es irgendwie schnell machen. Und dann waren wir am Gipfel und dann war es wieder neblig und musste man wieder warten. Dann war es kalt und das war spannend. Das waren sehr effiziente 3 Stunden auf jeden Fall. Und dann abends noch da im Sonnenuntergang oder da war es dann schon fast dunkel. Dann sind wir dann noch mords runtergerannt. Das hat Spaß gemacht. Nimmst du denn die große Kamera, also die 5D Mark III, auch mit zum Klettern oder hast du dann noch eine kleinere? Das kommt immer ganz auf die Tour an. Ich bin ja noch nicht so der gute Kletterer. Also ich fürchte mich ja auch im Vierergelände ohne weiteres sehr gut. Und da dann immer so einen dicken Klops dabei zu haben, du musst die Kamera auch irgendwie griffbereit haben. Also es bringt ja nichts, wenn die im Rucksack ist, weil dann hast du, also das ist einfach unsinnig. Ich hatte die Kamera mal am Westgrat von der Gehrenspitze, das ist so ein Vierer dabei, aber da hat sich es eigentlich auch nicht bewährt, weil auch ein Vierer, da kommst du dann relativ nah an den Fels und musst dann doch irgendwie mal ein bisschen anziehen und so und dann klappert immer die Kamera so in den Fels, da war sie auch noch nagelneu und dann, das ist irgendwie, das macht keinen Spaß. Da hat man dann eher so das Baby hinten drauf, ja. Was dann die Kamera ist, ja. Und hat dann doch mehr
die Kamera im Kopf als eigentlich die eigene Sicherheit. Ja, ist dann ja, auch so, blöd, oder? So schlimm war es nicht, aber sie hat einfach behindert und dann habe ich sie in den Rucksack reingetan. Und ich habe noch eine A6000 von Sony, die hat mir mein Bruder immer so lange empfohlen, aber ich habe da, weil ich halt einfach so ein Fan vom Weitwinkel bin, habe ich mir ein manuelles, ich glaube 12 mm oder 10 gekauft. Aber manuell bringt halt für mich auch wieder nichts, weil ich halt so dieses Faible dafür habe, Vordergrund, Hintergrund. Das heißt, ich lege meine Kamera unglaublich oft irgendwie auf den Boden oder hänge sie irgendwie in einen Baum rein oder so. Und wenn die dann aber nicht gut fokussiert, also in dem Fall ja gar nicht fokussiert, dann ist mir das zu langsam. Also dann brauche ich zu lange, ich muss schnell sein, weil ich meine, wir sind da meistens auf Touren, wo du irgendwie auch schnell durchkommen willst. Und wenn du da dann irgendwie als Fotograf noch so, ja, nee, warte mal noch kurz und jetzt hier und ja, nee, komm mal noch mal zurück, meine Kamera hat gerade nicht und dann, das funktioniert nicht. Und inzwischen bin ich eigentlich doch ganz viel mit der RX100, mit der 2er unterwegs. Wenn sie irgendwann jetzt dann bald mal kaputt ist, dann kaufe ich mir wahrscheinlich schon die 4er. Aber wenn du es ein bisschen drauf hast mit der oder mit Fotografie an sich und weißt, was ISO ist und Blende und so, dann kannst du mit der echt auch schon echt gute Bilder machen und du kannst ja mit der auch ohne weiteres Panoramas machen. Dann machst, also ich meine, wenn du mal weißt, wie Panoramafotografie funktioniert, dann musst du halt die so einstellen, dass jetzt dieses Bild gleich ist, gleich belichtet ist. Dann klappt das auch. Oder jetzt zum Beispiel, wir waren vorgestern in den Hohen Tauern an der Hochalmspitze und das war ein Wahnsinns-Sternenhimmel da unten. Du hast die Milchstraße schon also irre genau gesehen. Und da konnte ich tatsächlich mit dieser kleinen Kamera die Milchstraße völlig eindeutig fotografieren. Gut, es hat leider nicht ganz fokussiert, weil du kannst halt dummerweise nicht manuell fokussieren mit der Kamera. Jetzt ist es wieder ein Nachteil. Aber das Bild, das schicke ich dir mal. Und das kommt von der Belichtung her ja fast an die Große ran. Fürs Internet reicht es völlig. Ja. Ich habe mir so ein paar Fragen oder ja, so einen kleinen Zettel, den habe ich immer noch. Auch in der, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, es ist die 8. oder 9. Episode jetzt hier. Zettel habe ich immer noch. Das dritte Thema, was ich gerne von dir so ein bisschen umrandet haben möchte, ist eigentlich auch wieder so ein Thema, was mit Schisser und du machst trotzdem zu tun hat. Du hast einfach mal mit deinem Partner zusammen mit dem VW-Bus ein halbes Jahr ja, Auszeit genommen. 7 Monate, ja. 7 Monate und bist unter anderem nach Norwegen. Mhm. Erzähl. Du siehst so aus, als würdest du da auch hinwollen. Ich war zweimal in Norwegen, einmal im März, da war alles noch sehr vereist oben, das war sehr lustig zum Autofahren. Mhm. Und dann war ich noch einmal in Tromsø zum Laufen, sehr geil, und beide Male dachte ich mir so, Norwegen ist doch eigentlich das geilste Land der Welt. Wenn es ein bisschen wärmer wäre. Ja. Wo warst du denn überall? Oder was habt ihr dort gemacht? Wir waren insgesamt eben 7 Monate unterwegs. Davon waren wir ungefähr die Hälfte in Spanien beim Klettern. Sportklettern, wirklich ganz klassisch. Und dann die restliche Zeit waren wir in Norwegen. Und wir hatten Glück, denn wir hatten diesen Jahrhundertsommer 2014 erwischt, wo es war so abartig warm. Also es hat... Ich erinnere mich an ganz wenige Regentage. Ich glaube, wir hatten insgesamt vielleicht 6, 7 Regentage gefühlt. Und dafür war es aber teilweise echt warm. Also wir sind zum Beispiel zur Trolltunga gelaufen mit dem Zelt. Da sind wir abends um 5, glaube ich, los und es hatte halt immer noch 30 Grad. Und wir sind wirklich einmal quer durch bis in die Lofoten. Die Lofoten waren so das Hauptziel und da waren wir dann auch insgesamt einen Monat. Und auf dem Weg halt, ja, klassisch halt... Ach, was haben wir? Settesdal und Nissedal, das sind so Kletter-Hotspots. Dann ging es weiter Richtung Nationalpark, Jotunheimen, da die ganze Ecke, dann weiter Flattanger. Na, zuerst noch Trondheim, da kann man auch ganz cool klettern eigentlich. Flattanger ist auch wieder so ein mega Hotspot fürs Klettern, super schön. Das ist so eine riesige Grotte mit Blick aufs Meer, super schön. Und dann ging es eigentlich schon in die Lofoten und da waren wir eben einen Monat und wir waren tatsächlich fast nur klettern, Alpinklettern. Und das ist da ziemlich spannend, weil du musst vieles selber absichern. Also du hast da eigentlich, glaube ich, gar keine Bohrhaken. Wir haben eine Tour mal gemacht, da wären eigentlich Bohrhaken drin gewesen, zumindest an den Ständen. Die waren aber abgesägt, was die ganze Sache ein bisschen lustiger gemacht hat. Und klingt so ein bisschen nach Tore-Style. Ja, gut, irgendwo hängt der Kompressor noch rum und der Rest ist aber abgesägt. Ja, der...
Die waren wahrscheinlich abgesägt, weil die Hacken einfach so schlecht waren, dass es fahrlässig gewesen wäre. Aber war eine sehr, sehr spannende Tour. Das war eigentlich von den Schwierigkeitsgraden her nicht schwer. Aber es sind halt Platten. Also man hat da wenig Griffe. Und dafür aber halt, es ist ziemlich, eigentlich relativ flach. Aber wenn du drin stehst, denkst du, das ist sausteil. Genau, das war eine tolle Zeit. Die Lofoten sind unbeschreiblich schön. Wir hatten wirklich, das war auch das schon fast das Problem von uns, wir hatten immer so im Kopf, ja, die Lofoten, da regnet es ja immer. Da ist ja immer schlechtes Wetter. Und wir sind angekommen und es war einfach schon perfekt. Und dann haben wir total Gas gegeben. Wir haben jeden Tag irgendwelche Touren gemacht, immer mit dem Gedanken im Kopf, so ja, wir müssen jetzt noch viel machen, weil morgen wird es bestimmt schlecht. Und es ist einfach nicht schlecht geworden. Und wir haben, glaube ich, 1,5 Wochen oder so in diesem Tempo durchgezogen. Und dann kam tatsächlich mal so 1-2 Tage Sturm. Und ich glaube, ich habe 1,5 Tage durchgeschlafen. Also es war, ja, war eine tolle Zeit. Und egal, ob man da jetzt klettern geht oder auch nur einfach wandern, wenn man keine Höhenangst hat, weil das ist da echt sehr schnell, sehr steil. Aber das ist eine Wahnsinnsgegend. Also diese Felszacken, die da mitten aus diesem türkisblauen Meer rausragen und all diese Inseln und, ja, und die vielen Farben, das ist abartig, das ist super. Woran ich mich auf jeden Fall noch, oder woran ich mich erinnern kann, ist meine Pizza für 40 Euro. Ja. Dazu noch ein Bier für 12. Also günstig ist es ja nicht. Wie habt ihr das gemacht? Also so viele Monate, ihr wart mit dem Bus unterwegs, habt ihr dann das ganze Zeug von Deutschland mitgenommen? Nein. Oder? Ja, naja, wobei, doch, ich glaube, wir haben sogar für 300 Euro oder so mal noch hier eingekauft. So Nudeln und was weiß ich, keine Ahnung. Ich kenne den so Zettel, der ist nämlich auch auf dem Bild, lang, da genau. Sind 281 Euro drauf. Genau. Ja, aber wir sind mit ziemlich viel von dem Zeug auch wieder heimgekommen. Ich fand es ehrlich gesagt auch gar nicht so teuer. Mag aber auch sein, dass wir vielleicht auch einfach nicht so die Ansprüche haben. Ich meine, für uns war es von vornherein klar, wir gehen halt nicht essen. Ja, und wir haben halt, aber wir haben es uns eigentlich gut gehen lassen. Wir haben auch im Supermarkt, wir haben immer gekauft, worauf wir Lust hatten. Also wir haben auch mal Fleisch gekauft und was da halt so, oder ja, auch natürlich immer wieder mal Fisch und so. Und wir haben, glaube ich, in Spanien alles in allem pro Monat und pro Person 400 Euro gezahlt. Ich weiß nicht, ob inklusive Anreise, keine Ahnung. Und in Norwegen haben wir 600 Euro gezahlt. Ja, gut. Also es ist halt einfach, ja mein Gott, wenn du halt einfach, klar, wir haben natürlich relativ viel Brot gegessen und halt wahrscheinlich auch viel Nudeln. Wir haben, ach, keine Ahnung, ich habe da schon ziemlich viel gekocht. Wir haben Linseneintopf gemacht und Grießbrei und keine Ahnung. Also wir haben schon, wir haben jetzt nicht jeden Tag Spaghetti mit Nudelsauce, mit Tomatensauce gegessen. Geht aber auch. Geht auch, ja, wird es wahrscheinlich noch günstiger. Auf jeden Fall. Also so schlimm habe ich es nicht erlebt. Was würdest du denn jemandem empfehlen, wie mir, wenn der das auch mal machen würde, also mit dem Camper dahin? Auf was sollte man da vielleicht achten? Also losfahren. Okay, los. Nichts leichter als das. Also es ist da oben, speziell so in den Nationalparks oder auch rund um Flattanger, also so die Küste, habe ich erlebt als sehr, sehr camperfreundlich. Also da kannst du auch dich ohne weit, da findest du wunderschöne Stellplätze. Wo es komplizierter wird, ist zum Beispiel das Citystal, das ja auch eigentlich nicht nur für Kletterer bekannt ist, aber das ist einfach ein schmales Tal und da geht es zu wie Bolle. Also okay. Das ist einfach, das ist abartig. Wir waren da, glaube ich, einen Tag und sind sofort wieder abgehauen, weil es zu voll war. Und auch so die Gegend um Trondheim, da ist es auch nicht ganz so einfach, mal Stellplätze zu finden. Also es ist so, rückblickend war es nicht immer so leicht, einen schönen Stellplatz zu finden, wie man es bei Norwegen vielleicht erwartet. Aber trotzdem, also ja, sofort los, ab sofort, also gar keine Widerrede. Und dann eher mit dem, also du hattest damals, glaube ich, einen T4, jetzt hast du ja einen Caddy, ja. Würdest du es auch mit dem Caddy machen? Oder ist da wirklich so ein Camper empfehlenswerter? Kommt drauf an, wie lange du fährst. Ich meine, für uns hat sich der Bus einfach angeboten, 7 Monate jeden Tag Zeug rumräumen, macht halt einfach keinen Spaß. Und im Caddy 2-3 Tage Regentage aussitzen, macht auch nicht so Spaß. Klar, wenn du das Geld hast, kauf dir einen Bus. Aber wenn du es jetzt nicht hast, dann fahr so dran. Mein Gott, dann nimm ein Zelt mit. Oder geh halt dann für, also bevor du dir jetzt einen Bus kaufst, für ein paar tausend Euro mehr, dann gehst halt mal irgendwo auf einen Campingplatz oder so. Also ich finde, wenn du es dir irgendwie leisten kannst, dann ist auch mal hin und wieder ein bisschen Luxus schon auch okay.
Und du hast ja dann den Direktvergleich Spanien und Norwegen. Was hat dir besser gefallen? Kannst du nicht vergleichen. Also Spanien war für uns voll Sportklettern. Super geil. Wunderbare Klettergebiete. Super entspannt. Ich meine, das ist halt auch geil, wenn du morgens zum Klettern gehst und nachmittags dann vorm Bus chillst und dann Kaffee nach Kaffee trinkst. Das ist halt, das ist Urlaub. Also das war tatsächlich, das war schon sehr viel Urlaub. Und auch die Wanderungen, die wir in den Pyrenäen gemacht haben, die waren wunderschön. Also Odessa Nationalpark und so, das ist schon eine Reise wert. Oder Anisco Canyon, da waren wir auch, das ist auch sehr schön. Und Norwegen, da war natürlich dann viel mehr Fahrerei. Klar, wir haben halt schon viel Strecke gemacht. Und ja, dann, es war ein bisschen weniger Urlaubsfeeling vielleicht, weil man halt dann doch irgendwie jetzt mal Jotunheim sehen will und dann 5 Tage trekken und das ist dann irgendwie auch anstrengend, weil man es ja irgendwie dann doch in 4 Tagen macht und weil man ja wieder klettern gehen will und diese ständige Autofahrerei, dann auch das Suchen nach Stellplätzen, das war in Spanien schon auch einfacher irgendwie in diesen Klettergebieten. Ja, kannst nicht vergleichen. Beides wunderschön. Wenn du es aber um Landschaft gehst, dann würde ich wahrscheinlich schon wieder, also würde ich in die Lofoten fahren. Ja. Pyrenäen sind wunderschön auch sehr, aber halt auch wild. Aber so diese Kombination mit wilden Bergen und dann auch noch Meer dazu, das ist schon. Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich, ja. Also meine Lieblingsinsel oder wo das zusammenkommt, ist immer noch zurzeit Madeira. Mhm. Und das ist natürlich auch, du hast ein Hochgebirge, du hast einen Dschungel, du hast eine Hochebene, aber du hast halt auch das Meer ringsrum. Ja. Und auf dem höchsten Meer kannst du wirklich, auf dem höchsten Gipfel kannst du wirklich in alle Richtungen auf jede Meer oder auf jede Küste gucken. Also das ist schon geil. Ja, was, ne? Ja, doch. Ja, voll. Sehr gut. Kurz bevor wir dann zum Ende kommen, noch ein paar schnelle Fragen, die jeder bei mir gestellt bekommt. Okay. Berge oder Meer? Dein Favorit und warum? Ja, Meer auf jeden Fall. Weil man da gut so gut klettern kann. Ja, ne? Genau. Das ist so schön ausgesetzt. Nein, Berge natürlich, ja. Ich bin einfach ein. Also ich mag die Aussicht von oben runter ins Tal und in die Ferne. Wie würdest du deine Zeit auf einer einsamen Hütte am Berg 3 Monate verbringen? Also was würdest du machen? Oder würde dir langweilig werden? Nein, mir würde es, glaube ich, nicht langweilig werden. Ich kann mir vorstellen, dass ich dann, also im Zweifel tue ich viel schnitzen oder was schreiben, keine Ahnung, vielleicht schreibe ich ein Buch, wenn ich 3 Monate da oben bin, warum nicht? Was wäre das Thema? Keine Ahnung, ich habe mir schon überlegt, oh, das darf ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, aber ich habe mir überlegt, ob ich für mein Patenkind, das wird jetzt bald 1 Jahr, und ich habe mir überlegt, ob ich nicht ihm zu jedem Geburtstag eine Geschichte schreibe. Sehr schön. Ich kenne mich nicht aus mit Kindergeschichten und ich habe schon mal ein kleines Buch geschrieben, aber das ist auch schon, also das war mit 11. Wäre sicher mal spannend, das anzupacken. Da bin ich gespannt. Wir hatten vor uns schon Fotoshooting mit Gitti. Was ist schön oder was ist besser, Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Im Zweifel finde ich den Sonnenaufgang besser, weil es morgens so schön still ist und der ganze Tag noch vor einem liegt. Das Positive am Sonnenuntergang ist ja eigentlich, man muss nicht so früh aufstehen. Ja, die beste Kombination ist halt einfach abends aufsteigen, Sonnenuntergang gucken und morgens noch den Sonnenaufgang sehen und dann wieder absteigen. Okay. Welches Gadget darf in den Bergen, also ohne was bist du nie am Berg unterwegs? Kamera, sehr gut. So, und deine 3 Top-Blogs oder Ressourcen für mehr Berge, also wen würdest du da empfehlen, wen liest du gerne oder was liest du gerne? Also natürlich an allererster Stelle die WUSAs, WUSA on the Mountain, Sabrina und Christian. Das ist eine ganz tolle Geschichte, weil die Sabrina, die kommt ursprünglich aus Norden Deutschland, würde ich jetzt mal sagen. Und kommt ihr nicht aus dem Ruhrpott? Ja, ja, es ist ja, also ich meine, alles nördlich von Stuttgart ist ja Norden. Also. Und inzwischen ist sie einfach eine echte Bergsteigerin. Also sie war schon auf dem Mont Blanc, hat die Überschreitung gemacht und sie waren auf Expeditionen in Piklinien und so. Und das ist eine tolle Geschichte. Das ist auch super schön zu sehen, wie die zwei immer wieder schöne Touren zusammen unternehmen. Genau. Das andere ist, ich weiß gar nicht, ich hoffe, ich krieg's richtig zusammen.
bergauf und bergab. Die waren kürzlich in einer Eintagestour auf der Dufour-Spitze. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele tausend Höhenmeter das waren, aber das ist einfach eine abartige Leistung und das ist ein genial geschriebener Tourenbericht. Richtig, sehr, sehr lesenswert. Und wo ich einfach bei der Recherche immer wieder stolper, ist der Blog bergstille.ichdenk.de. Der schreibt eigentlich keine Texte, der postet vorwiegend nur Bilder und das sind doch immer wieder die Touren, die ich eigentlich auch ganz gerne mache. Also sie sind alle so relativ leicht, so in den vierten Schwierigkeitsgrad oder sowas. Und immer irgendwie, also er ist, glaube ich, immer der Bär und sie ist die Maus. Und dann krabbeln sie da irgendwelche Grate hoch. Sehr, sehr schön anzuschauen. Stell dir vor, du würdest irgendwo mal, aus welchen Gründen auch immer, ein paar Monate oder Wochen in einer Stadt oder sowas verbringen müssen, wo es keine Berge gibt. Was würdest du gegen Bergweh empfehlen oder tun? Das ist eine Situation, in der war ich eigentlich Gott sei Dank noch nie. Das versuche ich zu vermeiden. Ja, Blogs lesen. Ulligunde.com zum Beispiel. Okay. Und wen würdest du gerne mal hier im Podcast zu Gast oder als Gast hören? Du warst jetzt auch schon, ich glaube, zweimal benannt. Also mindestens einmal vom Dominik. Ich glaube aber noch ein zweites Mal. Da müsste ich jetzt nochmal nachforschen. Okay. Wen würdest du denn gerne mal hier drin hören? Ich würde gerne die Sabrina von Wusa hören. Eben einfach, um nochmal diese Geschichte zu hören, wie es bei ihr eigentlich so alles anfing. Speziell auch die Geschichte mit ihr und dem Wu und dem Glockner. Weil das war eigentlich so der Grundstein für deren Beziehung. Und das ist einfach eine tolle Frau. Da kann man gut mal zuhören. Wunderbar, dann machen wir das. Wenn jetzt jemand sagt, ich will, dass die Erika mir einen Text schreibt, mit mir Fotos macht, mit mir klettern geht, mit was auch immer, sprich dich buchen, kontaktieren oder anschreiben möchte, wie kann er dich erreichen? Ja, ganz unkonventionell, vielleicht einfach über den Blog. Also über ulligunde.com oder einfach direkt info@ulligunde.com oder facebook.com/ulligunde oder twitter/ulligunde oder instagram/ulligunde. Ich bin überall. Hauptsache Ulligunde. Einfach googeln nach Ulligunde. Genau. Und man findet nicht Ulrike, sondern Erika. Genau. Wunderbar. Werde ich alles verlinken. Es ist die mit Abstand längste Podcast-Episode, die ich bisher aufgenommen habe. Entschuldigung. Entschuldigung, ich freue mich, weil es war super spannend. Ich freue mich schon, die ganzen Bilder bzw. Berichte zu verlinken. Ich denke, es ist auch für viele was dabei und spätestens nächstes Jahr werden wir noch eine Episode zusammen aufnehmen, wenn du mich dann kurz filmen und interviewen darfst, wenn ich irgendwo in der Wand hänge und schreie. Okay, dir, also, sehr gerne. Ich danke dir und bis spätestens nächstes Jahr. Vielen Dank, bis tschüss. Dann. Tschüss. Schön, dass du bei dieser Episode des Vitamin Berge Podcast dabei warst. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und wenn dir Vitamin Berge gefällt, dann freue ich mich über deinen Like auf Facebook, Twitter oder Instagram und vor allen Dingen eine Bewertung bei iTunes. Gerne hinterlasse auch dein Feedback zur Episode, um den Vitamin Berge Podcast noch besser zu machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.